Da kann ich auch gleich mal gucken, ob Mektus da schon rumläuft. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob der jetzt schon da ist oder ob der erst kommt, wenn Schnee fällt. Weil da ist ja das Mektusk-Lager da oben. Das wird mein erstes Aufeinandertreffen mit Mektusk. Ich weiß noch nicht, ob ich mich drüber freuen soll oder nicht. Idealerweise wird es ein harmloses Aufeinandertreffen. Da ist mein kleines Lager. Hallo, Lager. Ach, da hängt ja was dran. Meine Fresse. Habe ich gleich was, was ich den Schweinen geben kann? Ah, die haben Blumen, die Schweine. Na, ganz toll. Stimmt, die hatten ja so viel. So, kommt ihr lieben Schweinchen. Und du auch noch, komm. Komm her, komm. So, und jetzt? Jetzt guckt euch das an. Guckt euch diese Gloria an. Meine eigene Holzfällertruppe. Der Hammer, oder? Muss ich nur aufpassen, dass ich sie nicht aus Versehen hacke, wenn ich hier die Leertaste drücke. Sonst greifen sie nämlich mich an. Wundervoll. Wundervoll, ihr lieben Schweinchen. Ja, du auch, komm. Du musst schon auch mithacken. Genau, smash me in tree. Alle müssen hier arbeiten, ja? So. Der Hammer. Guckt euch das an. Ja, sehr schön. So, jetzt müssen wir noch aufsammeln. So, und jetzt nehme ich die Schweine dann nämlich auch mal mit, weil die sollen mir jetzt dann auch gleich dieses eine Spinnendings da kaputt machen, würde ich sagen. Oh, da geht's auch schon los mit, wo ich sage Spinnen, da... Wow, ein Tentakel. Und ein Schwein ist tot. Ah. Wow, das kann er gleich mal essen. Ein Schwein hat's erwischt. Das ist tragisch, aber leider kann ich es nicht ändern. Oh, was habe ich denn da in der Hand? Tentakel-Spike. Okay. Aus dem Tentakel ist eine Waffe rausgekommen. Ich könnte natürlich auch Schweinehäuser bauen. Bei mir und die Schweine dann umsiedeln. An sich wäre das mal eine interessante Taktik. Weil die Schweine helfen mir halt immer, ne? Und es wäre schon cool, wenn ich die Schweine auch da unten hätte, wo, in meinem Lager, wo sie halt... Und ich glaube, ich kann auch ein Schweinehaus bauen. Ich habe ja... Schweinehaut habe ich ja. Jetzt verbuck dich doch nicht hier. Also es müsste eigentlich gehen. Das wäre auch mal wieder so eine... Oh, ich friere ein. Das wäre auch mal so eine interessante Sache zum Ausprobieren, ehrlich gesagt. Schweine umsiedeln. Bin ich denn eigentlich hier? Ah, okay, ich bin fast da. Tut mir leid, Häschen, ich kann dich nicht rausholen. Du musst bis morgen warten. Ich habe nicht genug Platz. So, hier summt's. Das ist auch gut. Das ist ein Signal sozusagen, ja, ein Audiosignal. Dann höre ich immer, in welcher Richtung ich hin muss. Wenn es summt, dann weiß ich, ich bin richtig. Ach, guck mal, das eine Schweinchen, das ist mitgekommen. Na, warte mal, jetzt kann ich doch mal gucken hier. Wo muss ich denn da hingehen? Structures, ne? Pickhaus. Ja, das Material habe ich alles. Das
Das Material dafür habe ich. Krass. Moment, Moment, Moment. Hometime. Okay, ja, jetzt läuft er eh weg. Aber ich sag's mal so, also das ist eigentlich so das, was man dann machen kann. Man kann dann irgendwie die Schweine mit nach Hause nehmen und kann denen dann hier so eine Hütte bauen, ein Pickhaus, und dann können die da einziehen. Und das ist natürlich richtig gut. Weil, ja, dann hat man seine eigenen Schweine, die einem helfen, wenn irgendwas schief geht. Ja. Oder wenn man irgendwie schnell Holz braucht oder so. Da muss man nicht da ewig weit hochlaufen. Oh, Vollmond. Da ist es vielleicht ganz gut, dass dieses Schwein jetzt weggelaufen ist, weil in Vollmondnächten werden die Schweine, wenn man denen Monsterfleisch oder Monsterlasagne oder sowas gibt, zu Wehrschweinen, ja? Die verwandeln sich dann in Monster. Habe ich wohl Glück gehabt, dass ich mich da heute, dass ich mich da gerade noch wegbewegt habe und nicht da geblieben bin, sonst hätten die mich, glaube ich, gefressen. Nicht so gut. Ja, aber auf jeden Fall habe ich jetzt wieder genug Holz. Feuerholz. Das können wir hier direkt mal reinpacken. Das müssen wir nicht mit uns rumschleppen die ganze Zeit. Und ich kann eigentlich auch mal hier den Honigkuchen essen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Wundervoll. Ja, und jetzt ist es wieder... Jetzt nähert sich der Winter wieder mit großen Schritten. Ich würde sagen, sobald der erste Schnee fällt, mache ich mit dieser Sitzung hier Schluss. Dann habe ich wieder ganz schön Material für die nächste Woche. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange er hier noch überlebt. Das ist jetzt hier echt ein neuer Rekord. 58 Tage. Das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. 59 Tage, ja. Das kann sich echt sehen lassen. Ja, die Bienen sammeln jetzt natürlich nicht mehr. Das heißt, jetzt Honig zu sammeln wäre irgendwie Selbstmord, weil dann kommen die ja alle raus aus ihren Löchern. Und das, ja, dann lasse ich das mit dem Honig sein. Mache ich das im nächsten Sommer, mache ich dann ein bisschen mehr Honig sammeln. Dann kann nämlich der Beehead jetzt auch mal hier rein. Aha, da fällt der erste Schnee. Gut, das ging jetzt schneller, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Ich spiele einfach noch ein kleines bisschen weiter. Ja. Ich höre jetzt nicht sofort auf. Ich glaube, ein bisschen mehr Material ist schon nicht schlecht. So. Ein paar Hasen wieder eingesammelt. Ja, jetzt wird es wieder kalt. Jetzt wird es wieder kalt und ich frage mich, ob ich in diesem Winter jetzt eine Begegnung haben werde mit McTusk. Beziehungsweise mit dem Dirklops. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht scharf drauf, muss ich ganz offen und ehrlich zugeben. Eigentlich will ich den gar nicht treffen. Es wird sich nur nicht vermeiden lassen, fürchte ich. Ja, ab einem bestimmten Punkt kommt man einfach nicht drum rum, da kommt er einfach. Und ich glaube, der Zenity hatte mir gesagt, ab Tag 58 oder so kommt er sogar. Also das heißt, das wäre ja dann ab jetzt. Ich meine, wenn es ganz dumm läuft, wäre ich jetzt hier in den letzten 5 Minuten noch vom Dirklops getötet. Warum ist mein Heatstone eigentlich kalt, obwohl ich neben dem Feuer stehe? Mal so ganz blöd gefragt. Ja, der Winter ist ja eine relativ langweilige Jahreszeit eigentlich. Man macht halt irgendwie nicht viel. Genau, jetzt, Moment, jetzt wollte ich mal was probieren. Man kann hier nämlich auch Stöcke reinpacken. Und dann soll da irgendwie was anderes rauskommen. Irgendwie, ja, Wet Goop, ganz toll.
Nee, Moment. Genau, Fisch und solche Dinger, das sind Fischsticks. Moment, 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 Moment. Ach man, dieses mit den Rezepten, das ist irgendwie... Weiß nicht. Das ist irgendwie nicht so intuitiv, muss ich sagen. Ja, da hat der Winter wieder jetzt voll zugeschlagen. Hier, ihr seht das, es schneit und... Es wird kalt. Selbst wenn ich mich nur ein bisschen von meinem Feuer entferne, beziehungsweise wenn das Feuer nur leicht zu klein wird, ist hier direkt... wird hier direkt alles kalt bei mir und ich fange an zu frieren. Schauen wir mal nochmal. Ah, da sind die Spinnen. Okay. Hier habe ich schon alles abgesammelt, ne? Hier war nichts mehr. Ah, guck mal, Pinguine. Die haben wieder Eier. Okay, also hier ist eine Pinguinkolonie, das ist gut zu wissen. Da ist ein Pilz. Hier ist nochmal, nochmal Spinnen. Haben die sich vermehrt, die Spinnen? Kann das sein? Ich glaube, die haben sich vermehrt. Ah, Karotten. Haut ab, ihr Spinnen. Ich will von euch nichts. Ah, hier sind viele Bärenbüsche. Habe ich mir doch tatsächlich noch mal ein paar Beeren erschummelt hier. Oh, mein Feuer brennt noch, das finde ich natürlich gut. So. Oh, okay, jetzt ist der Vorrat doch wieder ein bisschen weniger geworden hier. Geht dann doch schneller, als man denkt. Aber hier hängt ja noch genug Fleisch an den Trocknungsdingen, Dingenzen dran. Das passt also. Das passt. Also ich glaube, es ist wieder wie in den letzten Folgen auch. Im Winter verhungern werde ich wahrscheinlich nicht. Wenn, dann passiert irgendwas anderes, was mich tötet. Es kommt entweder dieser komische Dirklops dann endlich mal oder dieser Klampus vielleicht in seinem Sack. Der Mann, der in seinem Sack wohnt, der kommt dann und tötet mich oder solche Geschichten. Oder McTusk kommt und tötet mich. Ja. Wie der Danny gesagt hat, in dem Spiel will einen alles töten. Alles will einen töten. Selbst die Luft um einen rum will einen töten, ja? Im Winter, wenn alles kalt ist. Ja, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, in anderen Spielen ist es ja eigentlich auch so. Bei Outlast will mich auch alles töten. Und ich weiß nicht warum. Eigentlich wäre es doch viel besser, wenn sich alle Irren dieser Anstalt zusammentun würden und mit mir zusammen einen Weg nach draußen suchen. Aber nö, es sind halt Irre und die müssen mich halt alle töten. Es macht absolut keinen Sinn, aber es ist leider so. Sie wollen mich alle töten. In jedem Spiel will dich alles töten. Diplomatie, da hat noch nie einer was von gehört in diesen Spielen. Warum auch immer. Wozu braucht man auch Diplomatie? So, ich würde sagen, wenn es wieder hell wird, und beziehungsweise wenn es dann gespeichert hat, ist an dieser Stelle dann auch Schluss. Bevor wieder irgendwas passiert, bevor der Dirklops kommt oder Schlimmeres, mache ich dann lieber erstmal eine Pause. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Genau. Oh, jetzt geht es ja doch ganz schön schnell hier mit Feuer aus und so. Liegt vielleicht daran, dass es schneit. Diese Stachel, was ist das eigentlich? Tentacle Spike. Hm.
Das war das, was bei dem Tentakel rausgekommen ist, als die Schweine das getötet haben, ne? Ich frag mich, wie viel Damage das macht und ob das besser ist als so ein Speer. Fragen über Fragen mal wieder. Die ich alle erstmal nicht beantworten kann. Da müsste ich jetzt wieder die Wiki quälen und, so, erstmal hat der Tulje gegessen. So, und damit ist jetzt erstmal Schluss an dieser Stelle. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Don't Starve. Ciao, ciao.